Willkommen zurück zu einem neuen Part von Donkey Kong Country. Ich habe mal schon ein bisschen weiter gespielt zum nächsten Checkpoint, der da oben ist, damit ich nicht alles nochmal spielen muss. Und ja, wir machen weiter bei Eiszeitallee. Okay, das war auch nicht gerade ein einfaches Level, aber immer noch einfacher als das erste. Hier haben wir schon mal das K. Achso, und ich habe rausgefunden, dass wir die KONG-Buchstaben gar nicht für die 101% brauchten. Denn ich dachte es immer, weil bei Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze ist es so, aber bei Donkey Kong Country 1 ist es nicht so. Oh Gott, ich komme hier nicht hoch. Und den sollte ich mich mitnehmen. Denn der Strauß ist nicht gerade nützlich, diesen Level. Und hier ist ein Bonusraum. Okay, dann bist du mal ein Strauß, wenn man davon schon redet. Und hier ist noch einer. Aber wie gesagt, wir brauchen ihn nicht. So. Ah, verdammt. Ich bin mir nicht gerade sicher, aber das Level war auch nicht das Einfachste. Aber ich glaube, es war noch ganz in Ordnung. Das nächste wird schwerer. Okay, da ist das O. Gut, das haben wir. Dann müssen wir hier aufpassen. Okay, und wir sind beim Checkpoint. Ah, die sind gemein. Und die Affen kommen auch wieder. Okay. Hier einfach immer weiter springen. Gut, hier schnell rüber, ihn töten. So, dieses Fass braucht mir, glaube ich, nur um Gegner zu töten. Weil hier kommen einige und die Kamera ist hier mega gemein. So, da oben muss ja eigentlich auch was sein, denke ich mir mal. Aber ich glaube, ich komme da nicht hoch, ne, oder? Ich könnte nochmal zurückgehen und schauen. Sieht nicht so aus. Okay. Hier warten wir erstmal und springen. So, da ist das G. Das N haben wir verpasst. Ich denke mir mal, dass es da oben war. Irgendwie wird man bestimmt da hochkommen. Oh, das ist gemein. Wow, ja, verdammt. Oh, hier rutscht man so doll. So, da sind Bananen. Und wir haben es geschafft. Kommen damit zu Croctopus Safari. Was ein Unterwasserlevel ist. Und nicht gerade ein einfaches, möchte ich anmerken. Okay, hier kommen nämlich diese Oktopusse und schwimmen halt die ganze Zeit hinter uns her und wir müssen schnell abhauen. Okay, und die Quallen kommen auch manchmal total random. Da sind noch Bananen, schwimmt er da rein. Oh Gott, das war ultra knapp. So, hier einfach wieder schwimmen, 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 schwimmen. Okay, wir haben das K. Sehr gut. Okay. Die Haie sind hier auch fies. So, jetzt nach rechts. Jetzt nach oben, dann nach links, hier warten. Weil ich glaube nicht, dass man das da schafft, noch über die Quale zu schwimmen. Und das wollte ich nicht. Da sollte man auf keinen Fall hochschwimmen, weil das bringt noch nichts. Oh Gott. So, wieder schwimmen. Einfach die ganze Zeit auf den B-Knopf immer hämmern.
Okay, da oben war nichts. Und wir sind beim Checkpoint. So. Das braucht mir ja eigentlich eh nicht, aber gut. Okay, das war knapp. Hier mussten wir, glaube ich, nach oben, dann... Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Nach rechts. Genau. Wow. Okay. Dann nach unten. Das hier wird auch ein bisschen gemein. Hier muss man mal nach unten, dann nach links schwimmen, dann wieder nach unten. Links, unten, links, immer so weiter. Und hier ganz besonders aufpassen, weil hier kommen zwei Haie so. Ja, und ich habe mich auch noch treffen lassen. Super. Aber es ist nicht so einfach, den auszuweichen. Okay. Wir haben das N und das O verpasst. Aber wie gesagt, die bringen uns halt nur Leben. Oh mein Gott. Wow. Ja gut, jetzt sind wir wenigstens hinter dem. Okay, ganz vorsichtig runter. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ach du Heiliger. Wow. Okay, ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Oh nein. Oh mein Gott. Wow. Ja, toll. Oh, und dann sterbe ich da. Super. Oh, verdammt. Jetzt können wir das alles nochmal machen. Und ich bin mal ganz schnell Diddy. Oh, der hier ist so ultra schnell. Manche sind eher langsamer und man entkommt die ganz leicht und manche sind wirklich, wirklich schnell. Oder mir kommt es nur so vor. Wow. Den hatte ich jetzt vergessen und den anscheinend auch. Okay, weiter, 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 weiter. Okay, und hier ganz besonders wieder aufpassen. Gut. So, das ist, wie gesagt, wieder einfach. So, hier, oh Gott, hier müssen wir ja nach rechts. Kommt der, wow. Okay, runter, 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 runter. Gut. Hier würde ich sagen, warte ich einen Moment. Schwimme dann ganz langsam unten durch. Okay, hier warten. Das Geh einsammeln. Und wir haben es geschafft. Nachdem ich einmal total dumm gestorben bin. Okay. Und wir kommen zu Glühbirndrama. Das ist ein richtig... Also es ist kein schweres Level, aber ein fieses Level. Weil immer, wenn man sich dreht, seht ihr ja, dass Gworks diese Lampe sich mitdreht. Und es gibt einmal ganz kurz einen komplett weißen... Wow, wow. Ja, das war nicht gut. Gibt es halt einmal einen komplett weißen Screen ganz kurz. Und ich finde, das tut... relativ doll in den Augen weh. Vor allem, wenn man das sich mehrmals hintereinander anschaut. Aber das Level ist ja einfach, ne? Okay. Dann töte ich den jetzt mal mit Donkey. Mit Diddy hat man gegen den wirklich... gar keine Chance. Ich weiß nicht, kann man die mit Diddy überhaupt besiegen? Das ging, glaube ich, mit der Rollattacke, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay.
Und wir sind beim Checkpoint. So, ist hier irgendwie ein Geheimgang oder so? Oh ja, sehr gut. Der hatte ich beim ersten Durchgang, glaube ich, nicht gefunden. Ich will mal die Leben. Okay. Gut. Okay, jetzt kommen diese merkwürdigen Räder. Wow, der ist gemein. Oh mein Gott. Okay. So. Dann müssen wir über den. Der hier ist auch nicht ohne. Ja gut, das habe ich jetzt ver... Oh, jetzt wird's gemein. Ich glaube, da darf ich nicht rüberspringen, wenn ich mich drehe, oder? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Okay, den Bonusraum müssen wir nicht nochmal machen. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe es. Wenn nicht, kann ich den ja nochmal nachholen. Und warum springe ich da jetzt mit Diddy rauf? Okay. So, aber das schafft man gar nicht. Ohne Rollen. Okay, das riskiere ich jetzt nicht. So, den schalten wir auch mal schnell aus. Das Fass nehme ich mit, aber ich glaube, das brauchte man hier nicht. Nee. Da weiß ich leider nicht, wofür das gut ist. Okay. Und ich würde sagen, ich speichere mal nochmal. Okay, und damit würde ich sagen, mache ich erstmal Partende und wir sehen uns im nächsten Part.